Wie der Kosmos begann, war bzw. ist schon immer eine der unbeantworteten wissenschaftlichen Fragen. Bisher konnte der Mensch mit den hochentwickelten Geräten, die ihm zur Verfügung stehen, nur auf Daten von etwa 380.000 Jahren nach dem Urknall zugreifen und zu den meisten danach folgenden Ereignissen eine Übereinkunft treffen. Obwohl die Grundlage vieler Hypothesen in der Physik und der Kosmologie auf Entdeckungen und Intuitionen oder auf die Philosophie zurückzuführen ist und verschiedene Theorien in Bezug auf die Anfangsstadien der kosmischen Ausdehnung aufgeworfen wurden, gab es aber keine zuverlässige Theorie vom Moment der Entstehung des Kosmos. Wie eigentlich wurde der Kosmos geboren? Kosmisches Schwarzes Loch, zweiter Teil der Dokumentarserie der T-Bewusstseinskosmologie. Die Sichtweise dieser Dokumentation entspricht den Hypothesen der neuen Science-Fact-Wissenschaft. Science-Fact befasst sich bei ihren Studien neben Materie und Energie mit einem dritten Mitwirkenden im Universum, genannt T-Bewusstsein. In dieser Anschauung ist eines der geheimnisvollsten, gänzlich unbekannten und erstaunlichsten Themen, das dem Menschen gegenübersteht, das Thema T-Bewusstsein, wovon sich Materie und Energie ableiten. Die Bewusstseinskosmologie studiert den Kosmos aus der Perspektive des T-Bewusstseins. Aus dieser Sicht sind es nicht mathematische Gleichungen, physikalische Konzepte und astronomische Beobachtungen, die zur Aufstellung von Hypothesen führen, denn T-Bewusstsein ist weder Energie noch Materie, vielmehr gilt es als die Grundlage der Bildung und Erzeugung von Energie und Materie. Nach Ansicht von Science-Fact wird der Kosmos nach einem unvorstellbar starken Quench und Zerdrücken in einem unendlich kleinen Punkt komprimiert und ist bereit für eine neue Entstehung. In diesem Moment ist alles dunkel. Der Mechanismus der Rückkehr und der Verdichtung unterscheidet sich etwas von der Big Crunch-Theorie. Wie lässt sich dieser Moment beschreiben? Das naheliegendste Phänomen, das im Kosmos gefunden werden kann, um durch Untersuchung seiner Eigenschaften diese Theorie besser zu erklären, ist ein supermassereiches schwarzes Loch. Auch wenn dies ein hinkender Vergleich ist, ist es der möglichste Weg zur Erklärung des Zustands jenes Moments. Werfen wir nun einen Blick darauf, wie sich ein schwarzes Loch innerhalb des Kosmos bildet. In den letzten Momenten des Todes eines roten Riesensterns, der die Erzeugung von Eisen in seinem Inneren erreichte, überschreitet die Verdichtung einen bestimmten Bereich, der Chandrasekhar-Grenze genannt wird. Dieser Stern zerfällt mit einer Hypernova-Explosion. Aber die starke Gravitationskraft, die bewirkt, dass sich die Masse des Sterns in sich selbst ansammelt, hat einen solchen Grad, dass diese konzentrierte, verdichtete Masse Raum und Zeit stark zerknüllt und daraus wird ein neues schwarzes Loch geboren. Im Kosmos gibt es unzählige schwarze Löcher in unterschiedlichen Größen, die bezüglich des Verhaltens in vier Arten unterteilt sind. Das Schwarzschild-Schwarze Loch. Die einfachste Art eines schwarzen Lochs mit einem Ereignishorizont und einer Photonensphäre, welches keine elektrische Ladung und keine Rotation hat. Das Reisner-Nordström-Schwarze Loch mit zwei Ereignishorizonten und einer Photonensphäre, welches eine elektrische Ladung hat, aber keine Rotation. Das Kerr-Schwarze Loch, das im rotierenden Zustand und ovalförmig ist. Es hat keine elektrische Ladung. Dieses schwarze Loch hat einen Singularitätspunkt, zwei Ereignishorizonte und zwei Photonensphären. Das Kerr-Newman-Schwarze Loch. Tatsächlich ist seine Struktur wie die Struktur des Kerr-Schwarzen Lochs. Zusätzlich hat es eine elektrische Ladung und eine ringförmige Singularität. Wie schon aus dem Namen eines schwarzen Lochs geschlossen werden kann, ist es nicht sichtbar, es sei denn, einige Bedingungen entstehen, um es zu sehen. Einer der Wege, seine Existenz herauszufinden, ist die Krümmung des Lichts von fernen Sternen in der Umgebung der schwarzen Löcher. Aber warum schwarz?
Damit wir ein Objekt sehen, brauchen wir einige Elemente. Erstens das Objekt selbst und zweitens das Licht, das auf das betreffende Objekt scheint und dessen Reflexion unsere Augen erreicht. Aber was wäre, wenn es keine Lichtreflexion gäbe? Wir füllen diese Glasbehälter mit flüssigen Glycerin und sehen, was passiert. Da der Brechungsindex des Lichts in Glas und flüssigen Glycerin gleich ist, beginnt der innere Glasbecher, der in dem Glasbehälter steht, zu verschwinden und unsichtbar zu werden. Und wenn wir ihn vollständig füllen, bleibt von diesem Becher keine Spur mehr zurück. Solange die Lichtreflexion unser Auge nicht erreicht, ist jenes Objekt nicht sichtbar. Schwarze Löcher selbst sind für das menschliche Auge unsichtbar. Einer der Wege, sie im Weltraum zu identifizieren, ist die Krümmung des Lichts von fernen Sternen, deren Licht nahe an schwarzen Löchern vorbeiläuft. Allerdings gibt es andere Wege für die Positionserkennung eines schwarzen Lochs im Weltraum, wie das Feststellen der Röntgen- und Gammastrahlung, die aus einem kollabierenden Stern im Inneren eines schwarzen Lochs entstand, oder wie die Untersuchung der oszillierenden Bewegung eines Sterns, der einen unsichtbaren Begleiter wie ein schwarzes Loch hat. Schwarz als Eigenschaft für dieses anziehende Loch wurde deswegen benutzt, weil nachdem Licht in seinen Ereignishorizont eindringt, es nicht mehr daraus entweichen und sich entfernen kann. Aufgrund dieser starken Anziehungskraft wird es als schwarz gesehen. Als Beispiel sehen Sie sich diesen Kubus an, der gemäß den Eigenschaften des thermodynamischen schwarzen Körpers hergestellt wurde. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dessen Ecken und Seitenflächen zu sehen. Aber was würden wir sehen, wenn es keinerlei Unreinheit hätte, er das Licht gänzlich in sich absorbieren und ihm nicht erlauben würde, es zurückzuwerfen? Wir könnten dann das Objekt selbst nicht mehr sehen. Aber wenn er das Licht blockiert, welches von dahinterliegenden Objekten kommt, wissen wir, dass er dort ist. Also ist ein Objekt, welches Licht absorbiert, nicht sichtbar, solange es nicht an einem anderen Objekt vorbeigeht. Vielleicht haben Sie jetzt besser verstanden, warum am Anfang des Kosmos alles schwarz ist. Weil kein Licht existiert, ist deswegen auch die Reflexion unmöglich. T-Bewusstseinskosmologie stellt ein spezielles schwarzes Loch vor, welches sich von den bisher bekannten schwarzen Löchern unterscheidet. Hier untersuchen wir gemeinsam den Prozess, welcher zur Geburt dieses schwarzen Loches führt. Bisher wurde angenommen, dass der Kosmos sich in Ausdehnung befindet. Aber aus der Sicht von Science Fact ist der Kosmos nicht im Prozess der Ausdehnung, sondern im Prozess seines Rückpralls. Rückprall bedeutet die Rückkehr zum natürlichen und ursprünglichen Zustand von allem. Sehen Sie diese Feder. Dies ist der natürliche Zustand einer Feder, geöffnet und losgelassen, ohne Spannung und Stress. Indem wir Kraft auf sie ausüben, drücken wir sie zusammen. In diesem Zustand befindet sich die Feder an einem Spannungs- und Kompressionspunkt. Wird der Druck von ihr gelöst, geschieht der Rückprall. Das heißt, sie kehrt in ihren ursprünglichen und natürlichen Zustand zurück. Doch es stimmt, dass der Kosmos im Vergleich zu seinem Anfangspunkt im ausgedehnten Zustand ist, aber dieses größer geworden Sein bzw. Expansion, wie es die konventionelle Wissenschaft nennt, bedeutet nicht, sich auszudehnen, sondern es ist, wie wenn der ganze Kosmos, der am Anfang in einem Punkt komprimiert war, eine Reise der Rückkehr zu seinem ursprünglichen Zustand erfährt. In anderer Deutung kommt der Raum als Hauptgrundlage des Kosmos aus dem zusammengezogenen Zustand heraus. Das heißt, eine Bewegung zum Ruhezustand ohne jede Anspannung und Stress, der durch die Gravitation verursacht wird. All die Galaxien, Sterne und Himmelskörper bewegen sich auf dem Weg des Rückpralls des Kosmos in Richtung seines Rands und allmählich nimmt ihre Geschwindigkeit zu, bis sie Lichtgeschwindigkeit erreichen. Alle existierenden Wellen im Kosmos werden in Wellen mit unendlicher Wellenlänge umgewandelt und sie nehmen eine spiralförmige Bewegung an, die gleichgerichtet zur Eigenrotation des Kosmos ist. Der Raum im Kosmos besteht aus unendlichen, unsichtbaren und dunklen elastischen Netzen, welche sich in den weiten Dimensionen des Kosmos verdrehen und verwinden können. In dieser Dokumentarserie werden Raumnetze im Ruhezustand graufarbig und im angespannten und gestressten Zustand grünfarbig dargestellt. Auf dem Weg des Rückpralls vom hochkomprimierten Anfangspunkt
durchläuft der Kosmos wie eine riesige Maschinerie eine allachsige Bewegung und Rotation, welche durch die unendliche Bewegung seiner unterschiedlichen Komponenten entsteht, die sich gegenseitig beeinflussen. Ebenso folgen die Wellen auf ihrem Weg zum Rand des Kosmos einer gleichgerichteten, spiralförmigen Bewegung, die der Eigenrotation des Kosmos entspricht. Tatsächlich ist es die Eigenrotation des Kosmos, die bewirkt, dass der Kosmos eine äußere Grenze und einen äußeren Rand hat, was wir den Rand des Kosmos nennen, von wo die Rückkehr der Wellen beginnt. Am Ende des Wegs des Rückpralls des Kosmos werden Wellen vollkommen parallel und tangential zum Rand des Kosmos und sie kehren zusammen mit der Eigenrotation des Kosmos in Richtung des Inneren des Kosmos zurück. Diese Wellen bewegen sich alle in Richtung des Inneren des Kosmos, aber es dauert Milliarden von Milliarden Jahren, bis sie mit Wahrscheinlichkeit ab einem gewissen Radius miteinander kollidieren. Das Ergebnis dieser Kollision ist die Entstehung von Gravitation. Gleichzeitig mit der Entstehung der Gravitation entsteht die Zeit als zusätzliche Kraft gegen die Gravitation. Die erzeugte Gravitation übt Stress und Spannung auf den Weltraum aus, der bis dahin in seinem natürlichen Ruhezustand war, und dieser Stress und diese Spannung setzen sich bis an den Rand des Weltraums fort. Durch aufeinanderfolgende Kollisionen entstehen verdichtete Wellen. Diese Kollisionen ereignen sich jetzt überall im Kosmos und sie bringen mehrere Gravitationszentren hervor. Die Gravitationszentren ziehen einander an und erzeugen ein starkes Gravitationszentrum, was zur Bildung von dunkelheller Materie führt. Dieses Ereignis verursacht, dass die Weltraumnetze zum Gravitationszentrum gezogen werden. Die Verdichtung und die Komprimierung des Raums ruft die Bildung einer Art dunkler Materie hervor, die aus der Sicht von Science Fact als dunkel-dunkle Materie bezeichnet wird, welche sich von der als dunkel definierten Materie der konventionellen Wissenschaft unterscheidet. Es ist zu erwähnen, dass aus der Perspektive der T-Bewusstseinskosmologie es zwei Arten von dunkler Materie gibt. Erstens, dunkelhelle Materie, verursacht durch eine solch starke Kontraktion von Energie und Materie, dass kein Licht hindurchgehen kann. Zweitens, dunkel-dunkle Materie, verursacht durch die dunkle Energie des Weltraums. Diese Materie wird gebildet, wenn die dunkle Energie des Weltraums stark komprimiert wird. Die im Gravitationszentrum gebildete Materie hat nur kurzzeitig eine sichtbare Frequenz, bevor sie dunkel wird und danach nicht mehr sichtbar ist. Aber um dieses Ereignis zu veranschaulichen, stellen wir es visuell dar. Dunkel-dunkle Materie bewegt sich von allen Seiten in die Richtung des Gravitationszentrums. Die Materie des Raums verbindet sich mit dem Gravitationszentrum und dies verursacht eine Verstärkung seiner Gravitation. Die dunkle Materie beschleunigt sich mit hoher Geschwindigkeit zum Gravitationszentrum und eine tödliche Kollision verursacht einen massiven Quetsch. In diesem Moment wird das kosmische Schwarze Loch geboren. Kosmisches Schwarzes Loch ist der Name, den Muhammad Ali Tahiri dieser schwarzen Perle gegeben hat. Weder Größenmaß noch Raum sind im Herzen des kosmischen Schwarzen Lochs definierbar. Das kosmische Schwarze Loch ist kleiner als alle bekannten Maßeinheiten und hat keine definierbare Größe. Aber um sich dem Verständnis dieses Themas anzunähern, vergleichen wir das kosmische Schwarze Loch mit der kleinsten in der heutigen Wissenschaft definierten Distanz. Wie klein ist ein kosmisches Schwarzes Loch tatsächlich?
Das ist allerdings nicht leicht vorstellbar. Außerhalb des kosmischen schwarzen Lochs gibt es weder Raum noch Zeit. Aber um dies bearbeiten zu können, nehmen wir einen hypothetischen Raum um das kosmische schwarze Loch herum an, damit wir es gemeinsam untersuchen können. Für die bessere Beschreibung des kosmischen schwarzen Lochs vergleichen wir es mit den bekannten schwarzen Löchern im Kosmos, die wir innerkosmische schwarze Löcher nennen können. Es gibt verschiedene Arten innerkosmischer schwarzer Löcher im Weltraum und in unzähliger Menge. Aus diesem Grund verfügen sie über relative und veränderliche Parameter. Durch das unvermeidliche Prinzip der Bewegung bleibt nichts im Kosmos stabil und alle seine existierenden Haupt- und Nebenfaktoren wie Raum, Gravitation, Zeit, Materie, Energie und deren Begleitfolgen wie Temperatur und Licht sind alle im veränderlichen Zustand und relativ. Demzufolge werden alle Merkmale, die die innerkosmischen schwarzen Löcher beherrschen, als relativ betrachtet, aber das kosmische schwarze Loch hat den gesamten Kosmos verschlungen und alles, was es umfasst, ist in Einheit und Eintracht und untrennbar. Wegen der Einschließung aller Bestandteile des materiellen Universums hat es keinerlei Abhängigkeit und Austausch, somit ist es ein absolutes schwarzes Loch, das beispiellos und einzigartig ist. Das Pauli-Ausschlussprinzip und die Chandrasekhar-Grenze können bei der Entstehung der innerkosmischen schwarzen Löcher definiert und berechnet werden. Das Pauli-Ausschlussprinzip besagt, dass keine zwei ähnlichen Elementarteilchen im gleichen Quantenzustand sein können. Zum Beispiel können zwei Elektronen nie gleichzeitig an einem Ort sein. Aufgrund dieses Prinzips kollabiert ein sterbender Stern mit einer Masse, die über der Chandrasekhar-Grenze liegt, in sich selbst und die verbleibende Masse verwandelt sich in ein schwarzes Loch. Dies gilt als beherrschendes Prinzip über alle innerkosmischen schwarzen Löcher. Ebenso ist eine Kontraktion des Raums auf ungefähr eine Planck-Länge, die in der Quantenphysik die kleinste Längeneinheit von Bedeutung ist, nur bis zu dem Punkt der Singularität des innerkosmischen schwarzen Lochs definierbar. Aber bezüglich des kosmischen schwarzen Lochs sind kein Elektron und keines der Bestandteile der Materie definierbar, da das Pauli-Ausschlussprinzip zur Chandrasekhar-Grenze nur definiert werden kann, wenn Elementarteilchen existieren, können also diese Prinzipien für das kosmische schwarze Loch, das absolut ist und nichts in ihm trennbar ist, nicht angewandt werden. Im Zentrum jedes innerkosmischen schwarzen Lochs gibt es einen Punkt mit hoher Gravitation, in dem die Masse unendlich komprimiert wird. Raum, Zeit und bekannte Gesetze verlieren an diesem Punkt vollständig ihr Wesen. Dieser Punkt wird Singularität genannt. Es gibt auch eine Grenze um das innerkosmische schwarze Loch. Nach dem Überqueren dieser Grenze kann aufgrund der extremen Gravitation des schwarzen Lochs keine Masse und Licht mehr entfliehen. In der Tat ist es eine Grenze ohne Wiederkehr. Diese spezielle Grenze wird Ereignishorizont genannt. Der Abstand zwischen dem Ereignishorizont und dem Horizont der Singularität wird als Schwarzschildradius bezeichnet. Aber weil es außerhalb des kosmischen schwarzen Lochs nach der vollständigen Kontraktion weder Raum noch Zeit gibt, haben der Schwarzschildradius und folglich der innere und äußere Ereignishorizont sowie andere Teile wie die Ergosphäre und die Ruheregion in ihm keine Bedeutung und daher durchläuft das kosmische schwarze Loch keine weiteren Veränderungen. Jedoch der Schwarzschildradius des innerkosmischen schwarzen Lochs ändert sich, während es sich mit zunehmender Geschwindigkeit vorwärts bewegt.
Der Kosmos befindet sich im Prozess des Rückpralls, das heißt, alles in ihm ist in Bewegung und hat eine gewisse Geschwindigkeit. Je mehr sich der Kosmos ausbreitet und je weiter sich die Objekte voneinander entfernen, desto mehr nimmt auch die Geschwindigkeit von Galaxien und innerkosmischen schwarzen Löchern in Richtung dieses Rückpralls zu. Hier verstehen wir, dass wir in Bewegung sind. Wir haben Geschwindigkeit, Beschleunigung und Richtung. Aber wie bemerken wir diese Parameter? Indem wir unsere Position mit den Objekten und Dingen um uns herum vergleichen. Wir haben unsere Geschwindigkeit nicht verringert, sondern weiter erhöht und wir biegen in andere Richtungen ab. Aber warum bemerken wir keine Bewegung mehr? Weil wir keine anderen Objekte zum Vergleich unseres Fortbewegens sehen, stellen wir die Bewegung nicht fest. Dies ist genau die Situation, in der sich das kosmische schwarze Loch befindet, allein und einzigartig. Es kann keine Geschwindigkeit bestimmt werden, da es sich außerhalb von Raum und Zeit befindet. Und keine Geschwindigkeit bedeutet ebenfalls keine Richtung oder Bewegungsachse. Jetzt ist es noch nicht bestimmt, ob sich das kosmische schwarze Loch uns nähert oder wir uns darauf zubewegen oder wir uns gegenseitig entgegenkommen. Wobei dies ein hypothetischer Raum ist, den wir uns vorgestellt haben und wir selbst an dieser Stelle nicht anwesend sind. Trotz der Bemühungen von Kosmologen, Hypothesen über die Momente der Entstehung des Kosmos und davor aufzustellen, sind sie noch nicht in der Lage gewesen, einen allgemeinen Konsens zu finden. An dieser Stelle versuchen wir, durch die Präsentation der Hypothese des kosmischen schwarzen Lochs, die ein Teil der Standpunkte von Science Fact auf dem Gebiet der T-Bewusstseinskosmologie ist, dieses großartige Phänomen, das heißt den Anfangspunkt des Kosmos, mehr zu beleuchten. Angenommen, die Ausdehnung oder der Rückprall des Kosmos dauert 50 Milliarden Jahre, dann wird die Kontraktion des Kosmos 50 Milliarden Jahre plus Delta T2 dauern. Tatsächlich ist die gesamte Zeit T der Kontraktion des Kosmos gleich T1 plus Delta T2. Unter dieser Annahme wird der Kosmos in 50 Milliarden Jahren seine endgültige Grenze erreichen. Aber das kosmische schwarze Loch benötigt 50 Milliarden Jahre plus Delta T2, um sich zu bilden. In einer der Gegenüberstellungen des kosmischen schwarzen Lochs mit den innerkosmischen schwarzen Löchern haben wir gesehen, dass das kosmische schwarze Loch im Zustand des Alleinseins und der Einzigartigkeit keine Vergleichsgrundlage für seine Bewegung hat. Infolgedessen kann für dieses keine Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Richtung berücksichtigt werden. Aber innerkosmische schwarze Löcher unterliegen Bewegung, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Richtung im Weltraum, aber durch die Zunahme der Geschwindigkeit, die aufgrund des Gleichgerichtetseins mit dem Rückprall des Kosmos auftritt, wird es auch Konsequenzen geben. Innerkosmische schwarze Löcher drehen sich mit hoher Geschwindigkeit um sich selbst und haben auch mit dem expandierenden Raum eine gleichgerichtete Bewegung. Tatsächlich steigt die Geschwindigkeit des Rückpralls intrinsisch, aus diesem Grund nimmt die Bewegungsgeschwindigkeit dieser schwarzen Löcher ständig zu. Aus Perspektive von Science Fact sind die dargestellten Netze nur eine Eigenschaft des Raums und jede Masse, einschließlich innerkosmischer schwarzer Löcher, die sich durch den Raum bewegt, wird mit dem Raumwiderstand konfrontiert und je mehr ihre Geschwindigkeit zunimmt, desto mehr steigt auch der Raumwiderstand an. Der Punkt ist hier, dass die Geschwindigkeit des schwarzen Lochs mit der Steigerung der Rückprallgeschwindigkeit weiter ansteigt. Dieser Faktor verursacht eine Erhöhung des Widerstands der Raumnetze und beschleunigt den Zerfall des schwarzen Lochs. Durch die zusätzliche Geschwindigkeit verlieren innerkosmische schwarze Löcher ihre Fähigkeit der Anziehung und werden nicht mehr in der Lage sein, die Ersetzungsenergie zu bekommen, die sie zum Überleben benötigen. Sie werden gleichermaßen Masse und Energie verlieren. Das schwarze Loch kann also bis zu einem gewissen Grad sein Wesen erhalten, doch allmählich fällt es mit zunehmender Geschwindigkeit auseinander. Aber wie zuvor erwähnt, unterliegt das kosmische schwarze Loch weder Bewegung noch Geschwindigkeit. Außerhalb gibt es nichts, was Reibung und Verschleiß verursacht. Demzufolge kann es Masse und Materie in sich behalten.
Die Temperaturen in innerkosmischen schwarzen Löchern sind unbeständig und sie sind aktuell von der Kälte des Raums umgeben, die 2,7 Kelvin beträgt. Zwischen einem innerkosmischen schwarzen Loch und dem umgebenden Raum besteht ein Temperaturgefälle, daher wird der Wärmeaustausch so lange fortgesetzt, bis das schwarze Loch seine Temperatur verloren und die gleiche Temperatur wie der Kosmos erreicht hat. Folglich verliert das innerkosmische schwarze Loch irgendwann seine Energie, während es sich der absoluten Nulltemperatur nähert. Andererseits, wie zuvor erwähnt, gibt es in der Umgebung des kosmischen schwarzen Lochs keinen Raum und somit kann es keinen Wärme- und Energieaustausch haben und hat keine Möglichkeit, seine Temperatur zu verlieren. Innerkosmische schwarze Löcher, ungeachtet dessen, wie groß sie sind, stehen einem Phänomen namens Hawking-Strahlung gegenüber. Diese Strahlung verursacht den Verlust der Masse und Energie des schwarzen Lochs aufgrund der Quanteneffekte am Rand des Ereignishorizonts, was als Verdampfung von schwarzen Löchern bekannt ist. Aus diesem Grund verdampfen im Laufe der Zeit schwarze Löcher, deren Masse nicht zunimmt, und sie werden schließlich verschwinden. Aber da das kosmische schwarze Loch mit keinem Raum außerhalb von sich selbst konfrontiert ist, hat es somit keine Hawking-Strahlung und kann nicht verdampfen. In innerkosmischen schwarzen Löchern sind die vier Grundkräfte, die Gravitationskraft, die schwache Kernkraft, die starke Kernkraft und die elektromagnetische Kraft, alle vor dem Singularitätspunkt dieser schwarzen Löcher, wo die Gravitation zunimmt, unterscheidbar. Aber im Inneren des kosmischen schwarzen Lochs bleibt von diesen vier Grundfeldern nur das Gravitationsfeld übrig. Die Richtung unendlich gehende Gravitation verursacht durch Zerquetschen des Atomkerns die Auflösung der anderen Grundfelder und führt dazu, dass sie ihr Wesen vollständig verlieren. Cosmobot ist unser Assistenzroboter, der darauf programmiert ist, einen Apfel in 3 Sekunden vom Tisch zu nehmen, ihn hochzuheben und mit seiner Kamera zu fotografieren. Sehen wir uns das einmal an. Genau wie geplant. Jetzt möchten wir, dass Cosmobot die gleiche Bewegung ohne Änderung hypothetisch einmal in einem innerkosmischen schwarzen Loch und einmal in einem kosmischen schwarzen Loch wiederholt, damit wir sehen, wie lange es aus unserem Blickwinkel dauern würde, diese Aufgabe durchzuführen. Cosmobot erwartet unsere Befehle im Labor, im innerkosmischen schwarzen Loch und im kosmischen schwarzen Loch. Wenn wir den Film der Bewegung von Cosmobot im innerkosmischen schwarzen Loch und im kosmischen schwarzen Loch nicht mit hoher Geschwindigkeit zeigen, sieht er aus unserer Sicht bewegungslos aus. Aber mit der Beschleunigung des Films verstehen wir erst, wie groß der Unterschied der Zeitverzerrung im kosmischen schwarzen Loch und im innerkosmischen schwarzen Loch ist. So ist die Zeit in den innerkosmischen schwarzen Löchern aus Sicht des Beobachters außerhalb relativ langsam. Aber im kosmischen schwarzen Loch ist die Zeit in ihrem langsamstmöglichen Zustand. Der Raum im innerkosmischen schwarzen Loch ist relativ zusammengezogen, das heißt, er ist nicht an seinem kritischsten und zerquetschtesten Zustand. Im Vergleich dazu ist der Raum im kosmischen schwarzen Loch im absoluten Zustand, das heißt in seinem kleinsten Volumen. Der Raum ist in äußerster Komprimierung und Kontraktion, tatsächlich nähert er sich dem Nullpunkt.
Energie und Elementarteilchen, die die mächtigen schwarzen Löcher umkreisen, verursachen die Entstehung eines Lichtscheins und eines hellen Verlaufs um sie herum, die Photonensphären genannt werden. So beschrieben verfügen einige Arten der innerkosmischen schwarzen Löcher über Photonensphären und elektrische Ladung. Andererseits besitzt das kosmische schwarze Loch wegen der Abwesenheit des Raums um es herum und auch wegen des Nichtvorhandenseins an Energie und Elementarteilchen keine Photonensphäre und elektrische Ladung. Das kosmische schwarze Loch ist vollkommen allein und einzigartig und außerhalb von ihm gibt es keine andere Masse, um eine Möglichkeit zur Verschmelzung zu haben. Aber die innerkosmischen schwarzen Löcher haben die Fähigkeit, sich miteinander zu verbinden und zu verschmelzen, und wenn sie sich annähern und miteinander kollidieren, werden sie zu einem größeren schwarzen Loch mit mehr Masse und stärkerer Gravitation. Mit diesen Vergleichen konnten wir uns mit den Eigenschaften des kosmischen schwarzen Lochs etwas vertraut machen und seine Unterschiede zu den bekannten schwarzen Löchern aus der Wissenschaft untersuchen. Außerdem haben wir durch den Prozess des Rückpralls gesehen, wie das kosmische schwarze Loch gebildet wird. Jetzt befassen wir uns kurz mit einigen der einzigartigen Merkmale des kosmischen schwarzen Lochs, die weder reproduzierbar noch mit einem anderen Teil des Kosmos vergleichbar sind. Wie bereits erwähnt wurde, nähern sich auf dem Weg des Rückpralls des Kosmos alle Galaxien, Sterne und Massen der Lichtgeschwindigkeit an und wandeln sich in unkomprimierte Wellen mit unendlicher Wellenlänge um. Diese kehren dann ins Innere des Kosmos zurück und kollidieren miteinander. Durch die Kollisionen der Wellen entstehen Gravitationswellen und sowohl Gravitationsfeld als auch Wärmestrahlung. Auch der Raum wird unter dem Einfluss dieser Gravitation komprimiert. Infolge zunehmender Gravitation entstehen an verschiedenen Stellen des Kosmos große schwarze Löcher, die allmählich miteinander verschmelzen und anstatt größer zu werden, werden sie immer kleiner. Der Grund dieser Verhaltensänderung ist sowohl das neue Wesen der Gravitation als auch der permanente Druck, der die Schrumpfung des Raums in Richtung Zentrum verursacht. Die Gravitation nimmt stark zu. Während mehr Gravitationswellen erzeugt werden, vereinigen sich Gravitationswellen aufgrund des Komprimierungsprozesses des Kosmos miteinander und bringen neuartige Teilchen von Gravitation hervor. Die neu gebildeten Gravitationsteilchen reagieren miteinander. Starke Gravitationskräfte ziehen alle anderen Gravitationsteilchen in Richtung ihrer Zentren und absorbieren sie. Gravitation beeinflusst auch die Temperatur und lässt nicht zu, dass Hitzewellen leicht ausgesandt werden. Auf der anderen Seite verdichtet der Druck des schrumpfenden Raums die Hitzewellen extrem. Hier tritt ein seltenes Phänomen auf. Wärmestrahlung, die auf unvorstellbare Weise verdichtet wird, ändert ihr Wesen und daraus entsteht eine neue, unbekannte Materie. Gleichzeitig werden auch die erzeugten starken Gravitationsteilchen in Richtung des Punktes der maximalen Gravitation komprimiert. Ihre Wellenlängen verkürzen sich und sie wandeln sich in eine neuartige Gravitationsmaterie um. Die Intensität der Gravitation ist so hoch, dass die Energie des Raumes verdichtet und zu dunkel-dunkler Materie wird, die sich mit höherer Geschwindigkeit in Richtung des Gravitationszentrums bzw. der dunkel-hellen Materie bewegt. Unter diesen atemberaubenden Gegebenheiten findet auch die Kompression des Raums statt. Alles wird ineinander zerquetscht und im Zentrum des zukünftigen Kosmos komprimiert. Gravitationswellen und magnetische Wellen ziehen sich alle zusammen. Schwache Kernkraft und starke Kernkraft werden mit der Auflösung der Felder vernichtet. Sowohl Welle und Teilchen als auch das elektromagnetische Feld sind irrelevant. In dieser Situation werden Länge und Distanz bedeutungslos. Daher ist auch die Planck-Länge nicht definierbar.
Im Inneren des kosmischen Schwarzen Lochs wird absolute Materie aus der Einheit dieser neuen Art von Gravitation und einer verdichteten Wärme mit einem neuen Wesen gebildet. Dunkelhelle Materie und dunkeldunkle Materie. Hier ist alles ununterscheidbar. Alles wird in einer beispiellosen Einheitlichkeit eins. Diese absolute Substanz wird Tam genannt. Tahiri, absolute Materie. Die nahezu unendliche Gravitation im kosmischen Schwarzen Loch bringt den Raum in seine maximale Kompression und Kontraktion. Parallel dazu tritt die Zeit als eine gegensätzliche Kraft in Aktion, um den Raum von Stress und Schrumpfung zu befreien. Wir erkennen die Zeit als Kraft an, weil sie sowohl Quantität als auch Richtung hat. Die Zeit im kosmischen Schwarzen Loch ist in ihrem unendlichen und maximalen Zustand, um die Gravitation vom Stress zu befreien. Aber wenn sie den Rand des Kosmos erreicht, beträgt dort die Zeit Null, da der Raum keiner Kontraktion und Gravitation unterliegt. Im kosmischen Schwarzen Loch ist die Gravitation so unendlich hoch, dass im Zentrum von Tam plötzlich jegliche Bewegung aufhört. Jetzt sind wir bereit für einen neuen Kosmos.